Liebe Triathletinnen und Triathleten, es ist soweit. Der erste Triathlon nach Corona findet in wenigen Tagen statt. Wir haben jetzt die Ehre, dass wir die Wettkampfbesprechung online mit euch durchführen. Zuerst einmal freuen wir uns, dass sich alle angemeldet habt. Wir haben echt einen spitzen Starterfeld. Es brennt scheinbar jeder drauf, dass er endlich wieder mal schwimmen, Radl fahren und laufen darf. Wir gehen jetzt die Online-Wettkampfbesprechung mit euch durch. Ich möchte dann gleich an den Robert übergeben, dass er mit der Anmeldung beginnt. Und übergib hiermit das Mikrofon. Jawohl, danke Flo. Auch von meiner Seite, grüß euch. Wir haben ein paar Infos für euch vorab, damit wir uns eben am Sonntag die Wettkampfbesprechung insofern sparen können, dass wir die Menschenmassen vermeiden. Wir haben natürlich strikte Auflagen, sowohl von der Behörde als auch vom Verband. Meterabstand ist sowieso zwingend klar, das brauchen wir nicht mehr extra erwähnen. Menschenansammlungen meiden und vermeiden heißt es für uns, darum auch die Infos jetzt online. Bitte helft uns am Sonntag, helft mir alle gemeinsam zusammen, dass wir den Bewerb gemeinsam super über die Bühne bringen. Schaut, dass wir einen Abstand lassen, schaut, dass wir da die Menschenmassen einfach nicht zusammenbringen, damit wir auch keine schlechte Publicity haben und damit es heuer noch weitere Triathlons gibt. Zur Anmeldung. Was gibt es zur Anmeldung zum Sagen? Wir sind Samstag, also am Tag davor, von 15 bis 18 Uhr für euch am Seebahnhofgelände da und werden da Startnummernabholung ermöglichen. Und am Sonntag natürlich dann nochmal von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Kommt bitte nicht alle 5 Minuten vor dem Schluss, weil sonst haben wir wieder das Thema große Menschenansammlungen, die wollen wir vermeiden. Wir werden natürlich auch beim Anstellen schauen, dass wir die Meterabstände einhalten. Bitte haltet es ebenso ein. Wir werden auch von unseren Helfern eine Maskenpflicht fordern, die mit euch in Kontakt treten, damit es also auch da nichts gibt. Bitte schreckt euch nicht, aber das sind reine Vorsichtsmaßnahmen, damit wir das Ganze sauber über die Bühne bringen. Check-in, Bike-Check-in ist von 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr. Auch da wieder, bitte nicht alle zum Schluss, bitte nicht alle um 7.30 Uhr daherkommen, sondern schaut, dass wir das über den Zeitraum gut hinbringen und dass wir auch in der Wechselzone natürlich aufeinander Acht geben. Ja, dann komme ich schon zum Schwimmen und übergebe wieder an den Flo. Okay, wenn ihr alle euch eine Wechselzone eingerichtet habt, euch einen Platz gefunden habt, der ist super beschriftet, einfach bitte raus aus der Wechselzone. Der Robert hat es ja halt schon mehrmals gesagt, schauen wir, dass wir keine Menschenansammlungen haben, keine Massen irgendwo verstreut haben. Wir haben einen Schwimm-, einen Vorstartbereich, einen Vorschwimm-Einbereich, einen Schwimmbereich, so heißt es eigentlich ganz genau. Der ist dann auf der linken Seite vom Startbereich. Da könnt ihr noch natürlich euch ein Neo schütten, da könnt ihr noch ein bisschen einschwimmen, was ihr wollt. Und dann ist schon ganz, ganz wichtig, ein Meter Abstand bei dem Vorstartbereich. Wir haben den gut markiert für euch. Das sind so weiße Steher, die in die Erde hingeschlagen sind. Der wird ziemlich genau in einem Meter, vielleicht 1,10 Meter Abstand sein. Bitte schaut, dass der Meter eingehalten wird. Wir haben in dem ersten Starterfeld, das ist der erste Schwimmbewerb, der um 8 Uhr pünktlich über die Bühne geht, haben wir 85 Starter. Das heißt, alle 10 Sekunden wird ein Starter das Land verlassen und in das Wasser einspringen oder einsteigen, je nachdem. Es gilt ja, es ist grundsätzlich kein Sprungstart, sondern ein Landstart. So ist es ein bisschen anders heuer. So auch für uns. Und alle 10 Sekunden gehen noch die einzelnen Athleten rein. Die Startliste, die ist mittlerweile schon online verfügbar. Schaut euch das bitte genau auf eurer Schwimmhaube. Die ersten sind gelb, die ersten 85. Stellt euch eine Startnummer händisch draufgeschrieben drauf. Bitte stellt euch nachher genau in der Reihenfolge auf. Wir kontrollieren es natürlich, dass das eingehalten ist. Wer zu spät kommt, wird automatisch hinten gereiht. Also bitte schaut, dass alle zeitig da seid, dass ihr zeitig eingecheckt habt, dass ihr zeitig eingeschwommen seid und vor allem, dass zeitig auch in dem Vorstadtbereich steht. Dann, wer im Wasser ist, auf und davon Richtung Schlossort, ca. 300 Meter gerade nach also Richtung Schlossort. Dann die Boje links umschwimmen, ca. 100 Meter und dann wieder 350 Meter zurück. Dann gibt es einen Bogen bzw. den Schwimmausstieg, ist ein großer, langer Steg. Einfach da hinaus und Volley Richtung Wechselzone, wo dann natürlich der Wechsel vom Schwimmer zum Radfahren ist. Beschrieben ist alles soweit, Swim-in und dann Bike-out. Wer das bewältigt hat, hat schon mal die erste Hürde hinter sich und dann gebe ich schon wieder weiter Richtung Robert, der die Radstrecke ganz kurz erklärt. Ja, nach der Wechselzone raus auf die Radstrecke. Auch da natürlich heuer eine Änderung. Wir fahren nicht mehr gerade drüber über die Traunsteinstraße, sondern wir biegen gleich rechts ab, fahren 400-500 Meter die Traunsteinstraße entlang und dann links hinauf ins Gesperr.
Alle, die die Strecke kennen oder sie es vielleicht vorher angeschaut haben, da geht es gleich mal ordentlich zur Sache, geht es gut bergauf. Also bitte da Kräfte einteilen. Wir kommen auch da wieder runter. Also die Runde schließt sich dann auch wieder übers Gesperr. In der Abfahrt sage ich gleich dazu, passt mal bitte auf. Da ist Auflegerverbot. Da geht es wirklich hurtig bergauf und unten haben wir dann eine T-Kreuzung, wo ihr dann wieder rechts abbiegt Richtung Wechselzone. Also da hast es dann schon in die Eisen steigen, Zaumbremsen und einfach Acht geben. Vom Gesperr fahren wir raus Richtung Engelhofstraße, Gasthaus Engelhof, biegen dann dort rechts auf die Originalstrecke, auf die Bundesstraße Richtung Baumgarten, Gschwand, Eisengodern, Lackirchen und wieder zurück nach Gschwand. Also da hat sich dann nichts mehr geändert, aber beim Zurückfahren geht es dann eben beim Gasthof Engelhof links hinein, wieder Richtung Gesperr, übers Gesperr runter und dann unten am See rechts wieder zurück zur Wechselzone. Beim Radfahren haben wir folgende Auflagen: 12 Meter Abstand auf der Sprintdistanz, das ist also anders. Bitte schaut drauf, 12 Meter, es sind dementsprechend auch wieder Technical Officials draußen, die das auch dementsprechend exekutieren werden. Wenn ihr überholt, dann zügig und mit mindestens 1 Meter Abstand. Da hat sich also nichts geändert, aber wichtig, der Abstand nach hinten muss groß genug sein. Ja, wenn ihr dann wieder zurück in die Wechselzone kommt, dann geht es auch dann schon auf die Laufstrecke, die euch der Flo jetzt nur kurz näher bringt. Laufstrecke haben wir natürlich aufgrund der drei Bewerbe, die um 8 Uhr, um 8.40 Uhr und um 9.20 Uhr beginnen, auch ein bisschen was abändern müssen. Es sind ziemlich genau 4,6, 4,7 Kilometer. Es sind drei Runden zum Laufen. Das Ganze geht von der Wechselzone raus, gleich rechts. Dann ist gleich so eine Links-Links-Kurve Richtung Schiffslände. Die ganze Schiffslände ist mit Hutterl und Wegweiser natürlich markiert Richtung Traumbrücke. Die Traumbrücke wird dann nach links überlaufen. Dann geht es gleich wieder links rein in den Museumsplatz, genau zur Stadtplatzmitte. Da wird der Brunnen umlaufen. Da haben wir dann für euch eine Labestation. Ganz wichtig, es ist Self-Service, also bitte nehmt euch ein Getränk selber. Es wird ausschließlich Wasser geben. Und wir haben noch zwei große Kartons für euch aufgestellt. Vielleicht trifft der eine oder andere und hilft uns gleich beim Zaumrahmen. Dann geht es wieder retour Richtung Museumsplatz, Traunbrücke, Schiffslände. Schiffslände dann rechts umlaufen. Richtung Kriegerdenkmal, Volleyballplatz und dann habt ihr die erste Runde schon erledigt, die ersten 1,6 Kilometer circa. Wenn ihr das Ganze dann dreimal gelaufen seid, dann ist der Zieleinlauf heuer ein bisschen unspektakulär, ist leider auch Vorschrift und wir werden natürlich auch das einhalten. Geht dann links in den Parkplatz, der dann für euch natürlich frei ist, auf so eine kleine Schotterfläche. Da ist dann ein Zielbogen für euch vorbereitet. Ganz wichtig, wenn ihr in dem Ziel seid, wir haben Leute für euch dort, denen ihr bitte den Chip gebt. Wir greifen euch diesmal nicht an, wir nehmen euch den Chip nicht ab, sondern tatzen bitte selbstständig runter, tatzen nachher in eine Kiste rein. Das kann man nicht verfehlen und ihr werdet diesmal keine finnische Labe entdecken, sondern ein finnischer Sackerl. Das ist prall gefüllt mit lauter Partner von uns. Da mal einen recht herzlichen Dank natürlich an die Brauerei Schloss Eckenberg, an Herbalife, an die Firma Gmundner Milch. Dann haben wir noch drinnen TV1, Mineralwasser ist uns gesponsert worden, also es sind jede Menge Sachen drinnen, die es nachher natürlich genießen könnt. Und dann ist auch noch eins ganz wichtig, bitte dann das Gelände verlassen, das ist ganz entscheidend, damit wir wieder keine Menschenansammlungen haben. Und wenn dann die drei Bewerbe vorbei sind, sprich um 9.20 Uhr der letzte Starter gestartet ist und der letzte noch im Ziel ist, dann werden die drei Einzelbewerbe wieder zusammengezählt und dann gibt es eine offizielle Siegerliste und die einzelnen Sieger bzw. die Altersklassensieger, die dürfen sich dann einzeln und mit Abstand natürlich deren Preise abholen. Das wird dann in der Nähe der Anmeldung sein, wo am Anfang die Anmeldung war, werden wir halt dann die Siegerpreise hinstellen, dass ihr es selbstständig nehmt. Gibt es noch irgendwas zum Sagen? Vielleicht für die Staffel. Ja? Staffel-Info nur ganz kurz. Es kriegt heuer jeder Staffelteilnehmer seinen eigenen Chip, weil es keine Chipübergabe geben darf. Das heißt, jeder hat seinen Chip und damit wird auch die Übergabe nicht mit groß Abklatschen und Körperkontakt gemacht, sondern bitte seid so fair zueinander in dem Moment, wo der eine auf den anderen übergibt, reicht es halt, wenn ich auf einen Meter hinbei bin und sage, passt, jetzt ist der Radfahrer dran oder auch dann der Läufer. Der Läufer hat eine Startnummer und beklebt natürlich sein Rad und Helm, wie gewohnt. Der Läufer hat eine Startnummer und braucht nichts bekleben, aber das ist die wichtige Info für die Staffeln. Wir haben es wie im letzten Jahr, zwei Bereiche,
Schwimmer auf Radfahrer ist ein eigener Bereich und dann Radfahrer auf Läufer ist wieder ein eigener Bereich. Und das wird auch dementsprechend von Personen, von uns, von Helfern so eingeteilt und die stehen dafür Fragen und Antworten zur Verfügung. Ja, sonst bleibt uns, glaube ich, abschließend nicht mehr viel zum sagen. Ich von meiner Seite, ich freue mich auf den Sonntag, freue mich, dass ihr kommt, dass ihr dabei seid und darf die letzten Worte jetzt auch noch an den Flo übergeben. Genau, weil eins ist natürlich auch ganz wichtig, ohne unsere Partner war das Ganze nicht möglich und ich möchte einmal recht einen herzlichen Dank an die Raiffeisenbank Salz, kann man gut sagen, an den Direktor Klaus Ahammer, der uns trotz so einer schwierigen Zeit auch zur Verfügung gestanden ist. Der sagt, natürlich unterstütze ich euch da, es sind dann noch viele andere dabei, ob das jetzt der Salzkammergut-Biker ist, ob das nur mit die Gmundermilch ist, ob es Herbalife ist, die da dabei sind. Es ist einfach eine Riesenmenge dabei, die nachher sagen, jawohl, solche Sachen, die keiner unterstützt. Wir haben sehr, sehr viel Aufwand betrieben, dass wir das starten lassen können. Auch natürlich ein Wahnsinnsdanke an unsere Behörde, die uns da tatkräftig unterstützt hat. Und jetzt liegt es dann wirklich an euch, dass wir einen coolen Bewerb machen, dass ihr euch ein Bestes gebt. Wir von unserer Seite, also, dass es wirklich eine geile Strecken vorfinden wird. Das allerletzte Wort, das hat der technische Delegierte und der technische Direktor, der Werner Michalika, der wird jetzt dann gleich eingeblendet und erzählt euch noch nur die ganzen Sachen von Seiten des österreichischen Triathlonverbands. Und bis dahin sagen wir Danke. Wir sehen uns am Sonntag beim zweiten Raiffeisenbank Triathlon in Gmunden. Pfiat euch, bis bald. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Werner Michalika und bin für das Rennen in Gmunden vom ÖTRV als technisch Delegierter dazu eingeteilt gewesen, das Rennen vorab zu homologieren. Wir haben uns, wie es uns normaler ist bei einer Homologierung, nicht nur die Strecken angeschaut, sondern auch alles, was rund um Adum zu den Covid-19-Bestimmungen eingehalten werden muss. Wir waren soweit einmal alles sehr gut vorbereitet und jetzt gehen wir das Rennen einfach chronologisch nochmal durch. Vom Check-in her, bitte kommt rechtzeitig zum Check-in, wartet nicht auf die letzten Minuten. Beim Anstehen vor dem Check-in-Bereich schaut, dass wieder alle Abstände eingehalten werden und haltet euch, wenn geht, nicht zu lange in der Wechselzone auf während des Check-ins. Beim Schwimmen im Vorstartbereich sind die Meterabstände markiert, das heißt auch dort bitte Abstände einhalten. Und wenn es dann direkt zum Schwimmen geht, wir haben Einzelstarts mit 10 Sekunden Abstand. Das heißt, auch da können wir ohne Probleme die Abstände dann einhalten. Wenn es wieder aus dem Wasser kommt und in die Wechselzone reinläuft, nehmt wie gewohnt euer Rad, schiebt das Rad bis zum Aufstiegsbalken hin. Der Aufstiegsbalken ist dann direkt auf der Straße draußen. Danach bitte erst aufs Rad aufsteigen. Und dann geht es schon auf die Radstrecke. Wir haben im Gegensatz zu den Vorjahren heuer generell 12 Meter Abstand, also 12 Meter Windschattenabstand auf der Radstrecke. Es werden draußen Kampfrichter diesen Abstand überwachen. Die werden mit Motorrädern draußen sein. Solltet ihr euch nicht an diese Abstandsregelung halten, dann wird euch der Kampfrichter eine blaue Karte, ich habe es damit, zeigen. Und ihr seid selbst dafür verantwortlich, dass, nachdem ihr wieder in die Wechselzone zurückgekommen seid, in die Penaltybox geht. Die Penaltybox findet ihr direkt beim Ausgang der Wechselzone, also dort, wo man dann auf die Laufstrecke einbiegt. Dort ist dann gleich gegenüber die Penaltybox situiert. Die ist dort da beschriftet, das heißt, das könnt ihr nicht übersehen. Wenn ihr in die Penaltybox müsst, bitte sagt dem Kampfrichter, der da drinnen steht, eure Startnummer und wie viele blaue Karten ihr bekommen habt, weil es ist ja auch möglich, dass einer zwei oder dreimal beim Windschattenfahren erwischt wird. Abseits der Radstrecke solltet ihr eine Übertretung machen, das heißt die Auf- und Abstiegslinie übertreten, das Helmband nicht geschlossen haben, sobald ihr das Rad in der Hand habt, dann wird euch ein Kampfrichter die gelbe Karte zeigen und eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe machen. Die Zeit habe ich jetzt erst noch vergessen, die bei Windschatten vorne in der Penaltybox abzusitzen ist, ist eine Minute. Ja, das war's von meiner Seite her. Ich wünsche euch ein faires und unfallfreies, sicheres Rennen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder gesund im Ziel. Danke.